Hallo zusammen, hier ist wieder Altla und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir vom Juwel bekommen. Und zwar hier Konvergentes Prisma schimpft sich das. Und was macht es? Nehmt das verzauberte Prisma fest in die Hand, um einen sehr präsenten Lichtstrahl zu lenken. Und dann gibt es noch als Zusatzinfo, der Strahl ist nur für Mitglieder eurer Gruppe oder eure Schlachtzug sichtbar. Heißt, wir können da nicht jeden blenden, sondern nur die Leute in unserer Gruppe. Und ich würde sagen, das werden wir jetzt dann gleich ausprobieren. Davor zeige ich euch noch, wo ihr das am besten herbekommt. Und zwar könnt ihr das einmal von eurem Juwe des Vertrauens bauen lassen, der das Rezept schon sich geholt hat. Ihr kauft es im Auktionshaus, aktuell kostet das bei mir 20.000 Gold in etwa. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, einen Arbeitsauftrag hier bei den Handwerkern zu stellen in Taldrassus. Und zwar können wir jetzt mal gucken, Prisma. Und da seht ihr, die Mattkosten werden mir hier angezeigt mit Auktionator. Und zwar sind die lediglich 13.000 Gold. Ne? Hier diese Kugel ist mit Abstand am teuersten, die kostet halt um die 10.000, also die restlichen Mats sind nicht so teuer. Und die könnt ihr euch einfach alle im Auktionshaus kaufen. Könnt hier auch das Rezept einmal einblenden, dann wird das hier angezeigt. Geht ihr einmal ein bisschen shoppen und dann könnt ihr euch das hier mit einem Arbeitsauftrag, öffentlicher Auftrag einmal erstellen. Und das dann für 13.000 holen, vielleicht noch ein bisschen Trinkgeld geben. Also ich habe jetzt 500 Gold gemacht und meins wurde eigentlich ziemlich schnell hergestellt. Das hat schon gereicht. Und dann spart ihr euch dann halt das ein oder andere, ne? Besser 13.000 ein bisschen was hergeben, anstatt 20.000 zu zahlen. Das nur so als kleiner Tipp am Rande. Dann kriegt das ein bisschen günstiger. Genau, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Ding noch an. Und zwar einmal hier das Prisma. Und dann schauen wir mal, wie hell der Strahl wirklich ist. Da haben wir es. Da haben wir jetzt sogar eine Bar, wo wir... Was haben wir denn hier? Neigen, drehen, ändern... Prisma ein, ausschalten. Ach. Aha. Da kann ich es einfach so. Ah, okay. Was ist das letzte? Sichtbar oder unsichtbar? Ach cool, da kann ich die Farbe noch ändern. Kann ich richtig Disco-Show machen. Seht ihr das? Eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man mal nicht die Raid-Marks benutzen will, ne? Also für die anderen müsste das jetzt unsichtbar sein. Außer für die Leute, die dementsprechend bei mir in der Gruppe sind, also mit meinem Hexer, mit meinem zweiten Account, den ich da auch gerade rumstehen habe. Der müsste das auch sehen. Seht ihr, der sieht den Strahl hier. Aber die anderen, wenn ich jetzt mal aus der Gruppe rausgehe. Ja gut, okay, dann wechsle ich den Server. Das war jetzt vielleicht nicht ganz durchdacht, weil der auf einem anderen Server ist. Aber ihr habt auch gesehen, kurz bevor er gefaced ist, war der Strahl weg. Also anscheinend klappt es so, dass man den nur dann sieht. Okay, ja, ein ganz cooles Toy. Jetzt schauen wir noch die Farben an. Orange gibt's, gelb, grün, blau, lila gibt's auch noch und dann wieder rot. Okay, ja, es ist ein bisschen Auswahl. Was ist das? Das kann man wegstecken, okay. Und da kannst du den an- und ausmachen. Eine kleine Lightshow machen. Ich kann mir vorstellen, wenn du den ganzen Raid hast, mit lauter Leuten, die das Toy haben, kannst du halt richtig eine Lightshow anmachen. Dann sollte bloß keiner mit Epilepsie oder wie das heißt dabei sein, sonst wird es schwierig. Aber ja, witziges kleines Toy. Und ja, damit sind wir wieder am Ende von dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.